Heute im Studio Kim Weinert. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Hopperschau und den aktuellen Nachrichten in 120 Sekunden. Ab dem 18.11.2021 gilt auch für Geimpfte und Genesene, BesucherInnen in Pflege- und Altersheime eine Testpflicht. Hieß es am Mittwoch bei einer Klarstellung des Sozialministeriums. Für BesucherInnen gilt diese Pflicht ab 7 Jahren. Lockdown für Ungeimpfte rückt in Österreich näher. Für die Ungeimpften wird der Winter und Weihnachten ungemütlich, sagte Kanzler Schallenberg in Bregenz. Die Impfquote in Schallenberg liegt bei 65%. Österreicher werden aufgefordert, sich impfen zu lassen. Hier unsere aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut meldete 48.640 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind rund 11.500 mehr als vergangene Woche. Die 7-Tages-Inzidenz erreicht einen neuen Höchstwert. Sie ist gestiegen auf 263,7, so das Robert-Koch-Institut. Südafrikas ehemaliger Präsident de Klerk ist tot. Der ehemalige Präsident Südafrikas de Klerk, der 1989 mit seinem Amt begann, starb am Morgen am 11.11. an einem seltenen Tumor. Kommen wir zum Sport. Am 11.11.2021 gewann die DFB 11 gegen Liechtenstein mit 9:0. Das ist das 6. ungeschlagene Spiel für Deutschland mit Flick. Sie sind mit 24 Punkten im Moment Tabellenführer. Kommen wir zum Wetter. Für Freitag, den 12. November. Morgens bis nachmittags sind es rund die 8 Grad Celsius. Abends wird es kühler, bis zu 5 Grad Celsius. Nachts wird es bis zu 3 Grad Celsius. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 2-9%. Wetter für Samstag, den 13. November. Am Samstag, den 13. November, wird es morgens 3-5 Grad Celsius und zum Nachmittag hin wird es bis zu 9 Grad Celsius. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 40%. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.